Check mit einer herzlichen Begrüßung. Schön, dass Sie heute Abend in die Trompete gekommen sind, um einen Mann zu würdigen, der sich das Würdigen bestimmt verbeten hätte, weil eigentlich wollte er vergessen werden, aber das ist ihm nicht gelungen. Das zumindest ist ihm nicht gelungen. Schön, dass so viele gekommen sind, obwohl gar nicht so viel geworben wurde. Und ich sehe viele Menschen, von denen ich annehme, dass sie Wolfgang Neuss erlebt haben und geliebt haben und ihm zugehört haben, ihn gemocht haben und dass er ihnen noch etwas gesagt hat. Er wäre ja nun 80 geworden im vergangenen Jahr und wir wollen ihn heute ein bisschen im kleinen Kreis im Rahmen der langen Nacht der Museen hier feiern. Und mir ist die Aufgabe des Ansagers zugefallen. Ich habe in meinem Reporterleben viele hundert Interviews geführt, aber eins ist mir nicht gegönnt gewesen, Wolfgang Neuss zu interviewen, was ich im Nachhinein sehr, sehr bedauere. Ich komme von dieser kleinen Anstalt, die auch die Videos, die Sie nachher auf dieser Leinwand sehen werden, gestellt hat, zur Verfügung gestellt hat. Das Archivmaterial ist eigentlich noch ganz gut, aber wir haben es nicht so hingekriegt, dass das von der Tonqualität richtig spitze ist. Also dann bitte ich Sie, die Ohren zu spitzen, damit man den Wolfgang im Video auch so richtig schön genießen kann. Was die schauspielerische Qualität der 6 Kollegen angeht hier, da glaube ich, da sind wir ganz, ganz spitze. Und deshalb wünsche ich Ihnen einen schönen Abend mit guten Erinnerungen, die sicherlich kommen werden, an Wolfgang Neuss. Und jetzt geht's los. Bis zum Jahre 33, nach dessen Geburtstag, habe ich als Nomade Ben Hürlimann im Bekertal gelebt. 49 Tage nach meinem dortigen Ableben kam ich im Spreetal im Jahre 34 nach Christus als Mädchen Bärlein zur Welt und lebte am Schluss mit 5 Kindern bis zu meinem Tod im Jahre 94 nach Christus. Noch im selben Jahr 94 wurde ich in Antwerpen als Sohn eines Burgenbauers zur Welt gebracht. Und mit dem Namen Burkhard, der Gerechte, starb ich im Jahr 138 nach Christus. Schon im Jahre 140 war ich wieder in Hamburg zur Welt gekommen mit dem Namen Henriette de Buys. Tatsächlich lebte ich als Grande Dame bis zum Jahre 201. Dann kam ich wieder als Mädchen zur Welt und hieß Bärbel Flemich. War Nonne im Kloster bis zu deren Tod im Jahre 278. Danach war ich der Mann Karl Liebeding, Kupferstecher und erster Dorfschulze. Im Jahre 322 starb ich als Karl Liebeding. Und genau wieder mal 49 Tage später kam ich als Mädchen Marie Himmel, Dienstmädchentochter zur Welt, beispielsweise zu Körper. Man kann sich ja nun mal denken, wer ich alles war, bis ich Wolfgang Neuss wurde. Ich war Neger und reich, weißer Zeitungsjunge, Puffmutter, Kutscher beim Kaiser, Bürgerin, Nutte und asiatischer Arbeitsminister, Kreole in Borneo. Zuletzt war ich die beste Freundin meiner Mutter. Und nun will ich mal anwesend bleiben, verstehst du?
Infos hier, das Ganze nennt sich Konzert eines Arbeiters. Also das Geschäft mit der Pauke, ja, ist ja jedes Jahr am 1. Mai, nicht? Also mal so, der Weg zur deutschen Seele, ja, der ist so leicht zu finden. Ich bitte Sie, schließlich haben wir doch Reserven hinter uns. Ich meine, ich will jetzt gar nicht von Goethe sprechen, aber letzten Endes sind wir ja schon rein lagemäßig, nicht? Also am deutschen Wesen, an der deutschen Gesundheit wird die Welt am deutschen Wesen. Ist doch die Angst da draußen, die Angst vor der Deutschen hier drinnen. Innerlichkeit. Ja, meine Damen und Herren, und um den geht es, um den Mann mit der Pauke hier in der Trompete heute Abend, und die war ja mal sein Domizil. So hieß nämlich sein Kabarett hier an diesem Ort, und da, wo das Schlagzeug steht, da hat er tatsächlich auch mal gespielt und getrommelt. Und ich glaube, viele von Ihnen wissen das. Das war 1963, also vor 40 Jahren, hat er hier die Premiere des jüngsten Gerichts gefeiert. Folgten noch weitere Premieren hier in diesem Haus, im Domizil, Neues Testament 1966 und Asyl im Domizil. Und aus diesen Programmen werden wir hier auch noch Werke hören, die gelesen werden. Dieser Wolfgang Neuss ist ja, ich will sagen, ein Totalkünstler, ein totaler Mensch. Und den totalen Neuss gibt es ja seit jüngstem auch über 940 Seiten. Volker Kühn als Herausgeber, der übrigens auch heute da ist und mit Neuss lange zusammengearbeitet hat, hat dieses Werk zusammengestellt. Da ist ja schon eine Menge Neuss drin. Genauer gesagt, Hans Otto Wolfgang Neuss, dieses Unikum. Sein letztes Programm hieß, sich unbekannt machen. Das war sein letztes Programm. Er wollte sich unbekannt machen, und dann ist er schon vor 15 Jahren tot und irgendwie doch lebendig. Denn er kommt, das haben wir in Jettes Text ja gerade gehört, immer wieder. 49 Tage nach dem Tod, jeweiligen Tod, ist er wieder da. Er glaubte an die Reinkarnation. Ob er in Jette ist, weiß ich nicht, denn er hat ja auch mal gesagt, also man kommt auf der Tochter und auf dem Sohn irgendwie mal wieder. Die Augen sind die gleichen, Gesichtszüge ähnlich, die Stimme auch, finde ich, Jette. Aber gut, lassen wir dahingestellt, vielleicht ist er irgendwo anders, ja. Und die Männer können seine letzte Durchsage lesen, nur die Männer. Weil nämlich die letzte Durchsage steht auf dem Klo. Wir leben immer, auch ohne Körper. Sowas sollte man nicht glauben, sondern sowas sollte man wissen. Was wir immer vergessen. Und so lautet auch der nächste Text. Und das Mikro? Was wir immer vergessen. Was wir immer vergessen, abgesehen davon, dass Sie völlig vergessen, dass es nicht die Türken sind, die uns hier aufsuchen, ansuchen, heimsuchen, die hier aufgenommen werden wollen, sondern dass es unsere Verwandten von früher sind, die wir selber mal waren. Man darf doch nicht vergessen, dass wir da zwar alle Fremde sehen und dass das auch das schöne Spiel der Erde ist, dass es immer Fremde sind, die da kommen, aber wir sind es doch selbst. Wir sind es doch selbst, die vor 600 Jahren da mal hingezogen sind. Oder vor 800 Jahren, ganz klar. Warum hilft uns die Wissenschaft bei diesem Ausländerproblem nicht? Frage doch mal, provokativ natürlich, warum? Die könnten längst belegen, die Leute, dass es wir selber sind, also dass wir zu denen ein ganz anderes Verhältnis entwickeln könnten, als zu Tante Emma im Osten oder zu Onkel Paul in Zehlendorf. Dass wir erfreut sein können. Guten Tag, Emil. Wir werden schon zurechtkommen hier in der Stadt. Aber dass ihr wieder da seid, so müsste doch erstmal die Parole lauten. Dass ihr wieder da seid. Das hätten wir ja nie gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Es ist ja ganz klar, dass der Wald spricht. Die Deutschen haben nicht erst von Eichendorf her den raunenden Wald gehört. Und nicht nur die Deutschen. In jedem Land gibt es eine übermäßige Bücher- und Zeitungsproduktion. Ja, was machen wir denn da, wir Schreiberlinge? Kellner, die abends einen Roman schreiben, Döblins, Musils, Mann ohne Eigenschaften, Kafkas. Wir alle machen den Wald nach. Der Wald unterhält sich, wir holzen ihn ab, machen Papier draus. Und was drucken wir drauf? Was der Wald sich unterhalten hat.
Der Mensch ist ein Rauschwesen. Geboren, um zu rauschen. Geschwindigkeitsrausch, Geldrausch, Goldrausch. Kein Ding und keine Tätigkeit auf der Erde, die wir nicht rauschhaft erleben. Wieder kommt das Wort aus dem Wald. Raunen, Rauschen, Bäume, Blätter, Papier, Dichten, Literatur und Geschreibse da. Kommt es her vom Raunenden, vom Rauschenden, vom Schweigenden. Und was ist das Erste, was wir beim Schreiben feststellen? Wir stellen fest, dass die Gedanken, die wir haben, uns allen gehören. Der Geist liegt in der Luft. Es gibt kein geistiges Eigentum. In dem Moment, wo der einsame kleine Nichtdenkermensch in seiner Ecke sitzt und sagt, das könnte ja von mir sein, dann ist es von ihm. Ja, aber der, der es geschrieben hat, die Autoren, Verleger, der Literaturbetrieb, das gesamte materielle Eigentum fragen die Unsels. Das sind die Krups, nur gefährlicher. Sie kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen etwas, was man überhaupt nicht bezahlen kann. Geist, das Lebensmaterial. Statt auf den Erwerb von Liebe und Freundschaft, weil ich dir einen guten Gedanken gegeben habe, ist die Menschheit darauf abgerichtet, ihre besten Gedanken sofort zu Geld zu machen, für sich zu behalten. Damit fängt geistiges Eigentum an. Aufschreiben, verscheuern. 5 Gedichte für 5 Mark. Der Literaturstahlindustriebetrieb behindert die Kommunikation auf der Erde. Ja, es ist zu teuer, sollen sie es verschenken? Nein, das wäre ja dasselbe. Wir schreien nicht, schafft die Unsels die Verlage ab. Wir schreien nicht, vergesellschaftet die Literatur. Wir schreien überhaupt nicht. Wir reden so lange mit jedem, der kommt, bis Literatur überflüssig wird. Wir machen die Kommunikation direkt. Wir erzählen die besten Sachen wieder selbst. Jedes Medium behindert die Message. Kommunikation wird auf der Erde erst wieder stattfinden, wenn die besten Gedanken nicht beim Verlag, sondern bei der Frau im Bett landen. Geräusche. Ich habe es gerade gehört, der Mensch ist ein Rauschwesen. Hans-Otto Wolfgang Neuss, in Breslau geboren, was war er denn für ein Mensch? Was war er für ein Wesen? Was für ein Künstler? Was war dieser Neuss? Für all diejenigen, die ihn nicht kennen, die etwas jünger sind, ein bisschen Bio. Also Biografie, gelernter Schlachter, angelernter Schauspieler, Clown eigentlich irgendwie immer, Kabarettist, Frontbetreuer, war an der Ostfront, hat sich selber in den Finger geschossen, um ins Lazarett zu kommen, zurück in die Heimat. Aber ist wieder zurückgegangen an die Front, konnte die Kameraden ja nicht allein lassen. Filmstar in den 50er Jahren, große Klamotten gemacht mit Tausenden von Leuten, die man heute noch so kennt. Brigitte Grotum, Theo Lingen, bringt man heute gar nicht mehr in Verbindung mit Wolfgang Neuss. Gelegentlich damals auch Playboy und immer Provokateur. Grandioser Satiriker und grenzenloser Stadtindianer, ohne ein begrenztes Revier, aber vielleicht doch. Sein Lebensweg ging eigentlich immer im Zickzack-Kurs, aber doch mit einer ganz genauen Richtung im Kopf, die er im Kopf gehabt hatte. Wollte er Anfang der 50er Jahre, als die Bäuche im Wirtschaftswunder noch ein bisschen dicker wurden, Spaß machen, Witze erzählen, hat er sich doch später verändert. Und er wollte ja auch verändern. Er wollte die Politik verändern, die Republik verändern, das Bewusstsein verändern. Er wollte erinnern an das Vergessen, denn das Vergessen war ja nach dem Krieg so ein bisschen in Mode gekommen. Und Mitte der 60er Jahre wandelte sich dieser Neuss immer mehr zum politischen Künstler. Er engagierte sich für Willy Brandt, für die SPD, die hat ihn nachher rausgeworfen. Er protestierte gegen den Vietnamkrieg, er sympathisierte mit der APO, er fand Rudi Dutschke wunderbar, sollte sich das Kursbuch sogar unter das Kopfkissen gelegt haben, wollte so gut reden wie Dutschke. Und er hat protestiert und provoziert und auch gegen die Notstandsgesetze. Und deswegen heißt unser nächster Text unter Strafe gestellt. Ähnlichkeiten mit dem Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland sind rein zufällig. Unter die Strafe gestellt. Erstens,
Wegen staatsgefährdender Störung in Tateinheit mit schwerem Forstwiderstand wird bestraft, wer Gegenstände zur Verschönerung öffentlicher Wege böswillig verschleiert, wer die Überwachung von Fernmeldeanlagen stört, wer vorsätzlich Süßstoff herstellt, wer den Dichter will verstehen, wer den Gebrauch gewisser Beteuerungsformen unterlässt, wer eine Frau zur Gestattung des Beischlafs verleitet oder einen anderen Irrtum in ihr erweckt, wer auf einem Eisenbahnhofe mittels Abschneiden eines wichtigen Gliedes seine Amtsperson verringert, wer länger als 3 Kalendertage abwesend ist, wer sich die Müßiggänge hingibt, wer Einrichtungen beschimpft, wer seine Richtung ändern will, wer ein Zeichen der Hoheit beschädigt, wer sich mit Wort und Tat auflehnt, wer Widerstand leistet, wer sich nicht unverzüglich entfernt, wer ohne Vorwissen der Behörde oder seines Vorteils wegen oder vorsätzlich oder als Landstreicher oder als unzüchtigen Verkehr herbeizuführen oder mittels arglistiger Verschweigung oder wegen Entgelt oder wissentlich oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder gröblich oder grob fahrlässig oder böswillig oder ungebührlicherweise oder aufgrund von Rechtsvorschriften oder ganz oder teilweise oder an besuchten Orten oder unter Benutzung des Leichtsinns oder nach sorgfältiger Abwägung oder mit gemeiner Gefahr oder durch Verbreitung von Schallaufnahmen oder auf die vorbezeichnete Weise oder unbefugt oder öffentlich oder durch Machenschaften oder vor einer Menschenmenge oder in einer Sitte und Anstand verletzenden Weise oder in der Absicht, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder mutwillig oder nach der dritten Aufforderung oder als Rädelsführer oder Hintermann oder in der Absicht, Aufzüge zu sprengen oder wider besseres Wissen oder mit vereinten Kräften oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder als Deutscher oder auf andere Weise eine Handlung herbeiführt oder abwendet oder vornimmt oder unterlässt oder verursacht oder erschwert oder betreibt oder verhindert oder unternimmt oder verübt oder bewirkt oder begeht oder befördert oder beeinträchtigt oder befördert und beeinträchtigt oder befördert und nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigt und nicht befördert oder weder befördert noch beeinträchtigt oder nice. Es lebe der Wollhändler. Gäbe es keine Wollhändler, gäbe es keine Schafe. Gäbe es keine Schafe, hätte ich kein Publikum. Also muss es Wollhändler geben. Wolfgang Müller über Wolfgang Neuss. Würde ich niemals als Überschrift wählen. Denn wer kann schon endgültig entscheiden, wer wen über hat? Na gut, mal sehen. Neuss ist Schütze. Damit wäre ja eigentlich für alle astronomisch Halbgebildeten alles, aber auch restlos alles geklärt. Und für die übrigen 3 müsste ich ganz weit ausholen. Und wer weiß, ob ich dann immer richtig treffe. Und dann kann man natürlich, und dann kann natürlich auch noch passieren, dass Neuss dies selbst mal in die Hand bekommt. Obwohl er eigentlich lieber eigene Sachen liest. Und dann wird er wissen, wie ich über ihn denke. Er wird mich in seine Arme nehmen und so lange drücken, bis ich keine Luft mehr bekomme. Also möchte ich für ihn und die 3 Unastrologischen so formulieren. Neuss ist einfach unbeschreiblich. Er ist einmalig, Gott sei Dank. Und wenn ich nun vielleicht noch etwas über unsere gemeinsame Tätigkeit sagen soll, also Theater, Film, Kabarett, Fernsehen, Synchron, Rundfunk, Varieté, Schreiben, Skat, aus finanztechnischen Gründen will ich nur einiges aufzählen, und das mit einigen Unterbrechungen 7 Jahre lang. Es war der 7-jährige Krieg. Bei jeder Arbeit alterte ich um 10 Jahre. Nun können Sie sich ja ausrechnen. Er ist nämlich so unanständig gesund und grässlich vital, dass ich zeitweilig aufhören muss zu rauchen, zu trinken und zu feiern. Dass ich ein Yogi wurde, um überhaupt mitkommen zu können. Es ist schon schön. Und wenn ich total fertig bin, geht er Fußball spielen. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt, einschließlich Berlin, nicht noch einmal 2 Leute, die so grundverschieden sind wie wir. Ich bin übrigens Schütze. Zwei Schützen, die durchaus sehr gezielt und sehr scharf geschossen haben, aber wer war nun dieser Wolfgang Müller? Wer war dieser Wolfgang Müller? Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Es war ein neues Partner. Das waren die doppelten Wolfgangs, die 2 Wolfgangs. Die Wolfgangs im Doppelpack. Sie waren irgendwie aber eins. Sie produzierten gemeinsam Ideen, Filme, Kabarett und so weiter und so weiter. Nicht alles kann aus fiskalischen Gründen, die wir gerade gehört haben, hier genannt werden. Bis 1960. Da stürzte nämlich Müller ab mit einem Flugzeug. Und er war tot. Und Neuss musste plötzlich am Soloprogramm arbeiten, musste sich üben. Dieser Wolfgang Neuss, für den wir heute hier nur 90 Minuten haben, aber der doch so viel zurückgelassen hat, dass es einfach schwerfällt, diese 90 Minuten irgendwie gerecht zu gestalten. Volker Kühn, der gerade schon erwähnt wurde und der heute auch hier ist und lange mit ihm gearbeitet hat und dieses Buch hier herausgegeben hat, hat
im Intro geschrieben, wer war denn dieser Nuss? Was er liebte, kritisierte er. Was er hasste, bekämpfte er. Was er nicht mochte, lobte er zu Tode. Er provozierte und stänkerte für die gute Sache. Er agierte für eine bessere Welt. Er legte sich an und legte sich fest. Er klopfte auf Finger und traf auf die Zehen. Auf dem bundesdeutschen Sofa war die Hölle los. Die Geschichte vom Paukenmann, die hier mit seinen Texten erzählt werden soll, ist gleichzeitig ein Stück gelebter Satire auf das Land, in dem sie entstand, und ein Lehrstück über ihre Möglichkeiten und über ihre Grenzen. Denn Wolfgang Neuss hat im Laufe seiner Karriere ja auch Grenzen gesehen. Diese Grenzen erkannt, sie akzeptiert und sich verändert. Aber als alles noch so grenzenlos schien, in den 60er Jahren Aufbruch hier im Domizil, was jetzt Trompete ist, als er auf die Pauke haute an dieser Stelle, da entstand auch das Programm Asyl im Domizil, 1967 war das. Und da entstand auch die Geschichte vom Lustus. Lustus. Lustus war ein Junge, unbekannt, immer gierig nach Verstand, sah die Welt so, wie sie ist und staunte kräftig. Vater war zu Hause damit beschäftigt, viele Mütter zu betrügen. Die zweite Hauptperson war Waschfrau Rose. Die Familie nannte sie Steckdose. 1,90 groß, ein wenig fett. Wenn sie gerade nicht putzte, wischte, wusch, steckten sie der Papi und die Mami öfter mal ins Bett. Lustus ging dann meist zur Schule, schnell und unterdreht, blitzten seine Augen in die Gegend und zu spät zum Unterricht. Kam er fast nie. Nach der Schule allerdings lag er mit mancher Klassenkameradin in der Kuhle. Fummelsex und Rammel-Eros, alles ungelenk und ohne Kniffe. Lustus war ja noch ein Schüler, kannte noch nicht alle Griffe. Aber nach der Schmuserei im Bus, dies war Lustus Ärger, nie kam er richtig zum Orgasmus, denn die Eltern von den Mädchens, die mit Lustus gingen, gaben streng von Haus aus eine Lehre. Alles dürfte mit den Jungs tun, killern, küssen, reiben, necken, nur das Letzte nicht, reinstecken. Dies versteht sich von alleine, sagten diese Eltern, dein Vermögen hast du zwischen deine Beine. Wie auch immer Lustus Hose kniff, wie er auch die Mädchens voller Gier begriff, fröhlich ging er morgens von zu Hause weg, unbefriedigt kam er abends wieder. Und es fehlte nur ein Klecks, dass der Knabe Lustus arg verfiel dem Homosex. Wär ja auch nicht schlimm, der warme Hafen, gäb's nicht diesen widerwärtigen Paragraphen. Eines Tages kam er wieder mal so zu Hause an. Voller Flüche, wild entschlossen trat er in die Waschküche. Rose stand übern Druck gebeugt. Lustus hat ihr gleich ein Kind gezeugt, schloss sich in sein Zimmer ein, machte erstmals voller Freude Schularbeiten und ließ alle Fünfe gerade sein. Waschfrau Rose fand das alles fein, kündigte bei Zeiten, wollte nicht mehr arbeiten, wollte Lustus heiraten. Nunmehr ohne Existenzangst dachte sie ans Morgen, denn fürs Alter würde Lustus sorgen. Dieser hatte gerade sein Abitur erklommen, plötzlich ließ die Waschfrau ihn zu sich kommen, tat Likör ins Glas, hielt ihm das Baby vor die Nase, dacht, jetzt wird ein Freudenschrei erschallen. Lustus nahm das Baby, willenlos ließ er es fallen, es war tot. Pipa Polizei, schrie da die Rose, nehmt ihn fest, diesen Mörder, diesen Preller, diesen Zecher, diesen ausgekochten Triebverbrecher. Übrigens, das Baby war rotblond und hätte auch von Lustus Vater sein gekonnt. Lustus Eltern distanzierten sich, Abitur bekam er nicht. Erst im Knast lernte Luste das, was er vorher gar nicht wusste. Auch der Haschisch in der Pfeife qualmte, LSD in Seife. Der Kalfaktor peitschte ihn mit Hochgenuss. Der Direktor vom Gefängnis trug am Hinterteil der Hose Reißverschluss. Sein Mitgefangener war ein weltberühmter Knorpelwürger. Beide griffen oft zum Dornkartbecher. Lustus wurde im Gefängnis ganz normaler Staatsbürgersittlichkeitsverbrecher. 32 Jahre war er alt, als der Direx ihn schweren Hinterns auf die freie Welt losließ. Vor dem Gefängnistor hieß ihn Rose gleich willkommen. Unbenommen ging er an ihr vorbei, hatte auch seinen Stolz. Denn jetzt sollte es ja erst losgehen.
der Sauerei im Unterholz. Lustus ging in einen Park hinein, wollte Einzelgänger sein. Einzeln ging es schwer, denn das, was er im Gefängnis lernte, wie man Sittlichkeit verbricht, das ging heute nicht mehr. Nichts zu fassen, stöhnte Lustus. Und jetzt ging er doch zur Rose, denn er wollte sich seinen sexuellen Idealismus nicht versauen lassen. Rose ging inzwischen auf den Strich. Schließlich war sie über 60. Während sie die Feier hatte in dem Hochhaus, übt er Fahrstuhlfahren. Dabei schrieb er seine Memoiren. Das gesprochene Wort verpflichtet ihn zur Strenge, darum schrieb er sie als Oper. Diese Kunstform zog Sprache ungebührlich in die Länge, Paternoster auf Paternoster unter. Lustus schrieb um seine Ehre. In Gedanken sah er schon Karriere. Mit Akribie vertont er einleitend Tucholskys Freudparodie. Schmecks, ich habe vorne einen Komplex. Den habe ich nicht richtig abreagiert, jetzt ist mir die Unterhose fixiert. Und ich verspüre mit großer Beklemmung oben eine Hemmung und unten eine Verklemmung. Alles geht schneller, bist du Linkssexueller. Doch erreichst du als rechter Klemmer jemals das Genie? Oh na, nie! Das, was wir Faschismus nennen, ist aber in Wirklichkeit nur eine ganz bestimmte Form der Ekstase. Wenn wir also den Faschismus eindämmen wollen, müssen wir uns einzeln und gemeinsam beherrschen lernen. Timothy Leary, Politik der Ekstase, das ist ein Buch, das weiß inzwischen jedes Kind. Und darum schreibe ich dir heute. Die Kinder wissen total Bescheid. Da sie die Drogen haben, haben sie die Ekstase gepachtet. Aber die alten Erwachsenen ohne das Wissen, jede innere Erregung eine äußere Entsprechung. Jede innere Erregung eine äußere Entsprechung. Also vieler Leute innere Ekstase äußert sich als äußerster Faschismus. Ja, genau wie wir ihn kennen, wenn man nicht weiß. Immer habe ich mich gewundert, warum in den Nazi-Filmen so abgehoben gesprochen wird. Dieser schwungvolle Tonfall der Militärmusik, aber auch die SA und SS, die Goebbels, Hitler, die Typen jedenfalls mit abgefahrener Stimme, immer in innerer Alarmbereitschaft. Alarm! Vor was? Da kommt es, Achtung, das totale innere Glück. Mann, da muss doch aber vorher außen noch einiges erledigt werden. Ekstase, Faschismus, Energie. Wir deutsches Volk, wie wir das nennen, wie wir in den 20er Jahren hingerissen waren von den Häuptlingen des Ersten Weltkriegs, die jetzt Drogen nahmen, Kokain und Opium löffelweise. Nicht der Alkohol bestimmte die Kraft des Geistes, die Brechts, Tucholskys, Wedekinds, Kaisers, alle umgeben von Kokainjünglingen, sozusagen angemacht von denen, Hitler angemacht von Dr. Morell, Goebbels täglich zweimal Heroin oder keine Rede, die UFA blühte nur durch Koks, Göring dezenter Opiumraucher. Yeah. Ich weiß doch, dass Baldur von Schirach gefixt hat. Sogar unser eigens verjagter Kaiser Wilhelm hat sage und schreibe in Holland Haschisch geraucht. Aber gewusst muss sowas alles heute werden. Darum schreibe ich dir, damit du beruhigt bist und nicht denkst, der Faschismus komme aus der Südsee oder so. Sei beruhigt, er kommt von uns. Und zwar von den Drogennehmern. Und zwar von denen, die damit nicht umgehen können. Mit denen geht es dann um. Darum üben, 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 üppig, üppig, üppig. Schon heute zeichnet sich also ab, dass die Jugend den Faschismus gepachtet hat. Da macht man doch gerne mit, wenn man was im Griff hat, vor dem man Angst hat. Es wird nicht nur Geschichte gemacht und es geht voran. Heute war einer hier, der wollte kontrollieren, ob es mir gut geht. Tja. Überschrieben mit freiwillige Selbstkontrolle war dieser Text. Ein Text aus den 80er Jahren, als Neues selbst ja bekanntlich mit Drogen lebte und als er in den Medien schon längst der Großstadt-Guru genannt wurde, als er seine zweite Karriere
schon längst begonnen hatte und auch ein neues Publikum für sich gewinnen konnte. Als seine Wohnung in der Charlottenburger Lohmeierstraße schon eine Art Pilgerstätte war, für junge Leute, für Zweifler, für West-Berlin-Reisende, die gehört hatten, da ist einer, der ist ganz, ganz anders. Neuss hatte sich verändert, äußerlich. Ältere Weggefährten erkannten ihn irgendwie nicht mehr. Die Haare, diese fehlenden Zähne, das war das Thema. Man redete so über Neuss, Äußerlichkeit. Denn Neuss blieb sich innerlich letztendlich treu. Er machte, was er immer gemacht hat, er machte nämlich Kabarett. Kabarett aus dem Stand, jetzt allerdings im Schneidersitz, in der Lohmeierstraße. Und er war immer weiter auf der Suche. Auf der Suche, auf der Suche. Such dich, süchtig. Daraus würde Ernst Jandl einen Superschinken machen. Aber weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Danach kann man doch süchtig sein, sich zu suchen. Das ist doch ungeheuer. Wer da drauf ist, hört nicht mehr auf, weil der sagt, das ist der Sinn des Lebens, sich zu finden. Ich hab's gefunden, da lasse ich nicht mehr locker. Wenn unser Staat und unsere Leute, die wir wählen, so die Drogenszene verstehen würden, da würden sie Verständnis haben. Aber die Ärzte, die sagen, nein, die Leute nicht in den Knast stecken, das sind doch Kranke. Die sollten doch verstehen, dass das keine Kranken sind, sondern Leute, die sich suchen, also auf dem richtigen Wege sind. Und wie gehen wir mit Leuten um, die auf dem richtigen Wege sind? Antwort: Sie werden bestraft. Ja, da will einer nicht mehr kämpfen. Da kannst du doch nur sagen, wir leben in einem Staat, wo die Leute bestraft werden, die auf dem richtigen Wege sind. Na, Mahlzeit. Und das ist auch noch wahr. Ach, es war mal Antlitz grau vor Rauch. Ohne Inhalt blieb so mancher Cognac-Schminker und ein leerer litt so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich, ungebeten Spaß zu machen für Moneten. Etwa so. Ich komme zum Arzt, sag, Herr Doktor, meine Frau bildet sich seit ca. 10 Jahren ein, sie sei eine Henne. Aha, aha, sagt der Doktor. Und warum sind Sie da nicht ein bisschen früher gekommen? Ich sah ja. Doktor, wir haben doch die Eier gebraucht. Und die Herren von der Industrie flickten ihre löcheren Taschen, schrien begeistert weg mit Schutt und Aschen, her mit einem Spaß fürs liebe Vieh. Prompt schlug ich auf meine Pauke heftig, die mit einer Kälberhaut bespannt, sah das liebe Vieh war arg beschäftigt mit dem Beifall für den Komödiant. Da beschloss ich ungebeten, keinen auf den Hut zu treten, etwa so. Komm ich neulich nach Hause, sag zu meiner Frau, sag, Grete, wo ist denn die Nummer da? Wo ist denn der Staub auf der Kommode? Ich hab mir da eine Nummer notiert. Shit. Ja, ich liebte meine Profession. Ich war auf ein paar Pannen rasch dressiert, ließ die Taschendiebe rein, ob schon keiner gern sein Portemonnaie verliert. Und dass jene mit geleerten Taschen meine Kunst genossen und nicht störten und dass diese, die die Taschen leerten, mich nicht schimpften, eine große Flaschen, da beschloss ich ungebeten, Violin zu spielen auf der Trompeten, etwa so. Ich komme mit Zittriff und schlotternder Hände zum Doktor und sage, Doktor, ja, ja, Sie trinken wahrscheinlich ein wenig zu viel. Ja, 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 aber das meiste verschüttet auch dabei. Meiner Künstekurs stieg an den Börsen, die nach Kaltleim und nach Weihrauch stinken, sah mir einer zu beim Kartenzinken, griff ich ihn mir notfalls an den Fersen, denn das konnte ich ums Verreck nicht leiden. Spaß unter der Oberfläche, das passierte nie. Wo ich stand, stand ich in Herzlichkeiten. Und in diesen stand ich bis zum Knie, da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen für Proleten, etwa so. Ich sage, Alphonse, wo warst du denn die ganze Zeit? Im Knast. Hab in der Einbahnstraße geraucht. Doch da fiel ich in ein paar hohle Löcher und die waren wirklich nicht von Pappe und es hieß, geehrter Herr Verbrecher, hier sind 10 Pfund Dreck für Ihre Klappe. Plötzlich ließ ich ihn den Krieg kalten, wollte nicht länger für Faschisten spaßen, doch die Herren und Frauen, die auf den Bänken saßen, ließen mich nur ungern schelten und auch walten. Da beschloss ich ungebeten, einige in den Arsch zu treten. Postskriptum, dabei ließ ich Haare, heut jetzt habe ich wieder Lehrlingsjahre. Folge des Verzichts, während andere in meinem Alter vor der Rente stehen, stehe ich vor dem Nichts.
Väterchen Franz. Nehmt nun den Nachfahren Franz Villons in Gnaden auf. Seht nur, wie einer seinen allerletzten Willen verkauft. O freundlich, Rudes Herren, Aug auf diesen Plan. Doch pfeif ich auf die Gnade, wenn's nicht bald Frieden gibt, hier weiter, aber auch in Nordkorea, Vietnam. Jetzt könnte ein spezialisierter literarischer Festlegungsbulle folgenden Bann verhängen. Was hat die Selbstzerfleischung der Asiaten mit François Villons Stärke zu tun und seiner Fähigkeit, die sprachlichen Belange des ihm verpflichteten Standes des Lumpenproletariats von Paris, ich übersetze ins Kudamm-Deutsch, der Gammelgesellschaft mit beschränkter Halswäsche in eine strenge, poetisch-kulinarisch saftige Form zu bringen? Villon war nicht der Erfinder der Drive-In-Kirche. Der Papst war für ihn ein Umweltvergifter. Wenn der gewählt wird, raucht's. Villon schrieb Briefe an den Landesfürsten ohne Porto, nur mit Hohn und Verachtung frankiert, guckte den Frauen in den Mund und wusste, welche Art Unterhosen sie trugen. Er war nicht Anwalt der Unterdrückten, aber er verstand eine Menge von Unterdrückung. Zugegeben. Jede Zeile von Villon sträubt sich nicht nur gegen Enthistorisierung, wie ja auch das Dritte Reich nicht ein Betriebsunfall der deutschen Geschichte war, sondern eine logische Entwicklung und Fortsetzung der freien Marktwirtschaft. Villon war, genau wie ich, Angehöriger einer chloroformierten, also nicht aufgeklärten Gesellschaft, eine Heulboje im Meer der Unwissenheit. Sein Schamgefühl war sensibler als die säuischen Trommelfälle eines Publikums, welches aus dem Recht auf Irrtum die Pflicht zum Reichtum ableitet. Gerechtigkeit war für Villon der Zebrastreifen, auf dem er ständig überfahren wurde. Nein, Realist war er. Werd ich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gewogen. Musik ist seine Sprache, sträubt sich gegen Vertonung. Habe ich den Stuhl da, so behalte ich meine Sekunde nur. Warum denn nicht, wenn ich so lächle, nicht? Neulich hat sogar der Intendant vom Sender Preis Berlin zurückgewendet. Der Wahnsinn eines Staates. Da hat mir einer jahrelang das Leben gerettet und jetzt hat er dafür 2 Jahre ohne Bewährung bekommen. Wie soll ich mich verhalten? Die Berliner Justiz ist freundlich mit mir umgegangen. Sie hat mich verurteilt, aber mit Bewährung. Ich hatte den Eindruck, die freuen sich, dass ich nur anwesend bin. Den Typ aber, der mir wie nebenbei mein täglich Brot gab, der über Jahre dafür sorgte, dass ich mich nicht vor der S-Bahn schmiss, der sich meine linke zerschossene Hand ansah und sagte, ich arbeite für dich, Wolfgang. Diesen Typen, genannt Tommy Hammer, der mich an einen Bruder von mir erinnert, hat die Berliner Szene durch die Verräter DWE, Namen der Redaktion bekannt, der Drogenpolizei ausgeliefert und die Justiz hat ihn für 2 Jahre eingebuchtet. Wie soll ich mich verhalten? Ich könnte sagen, Tommy, wer uns bastet, sieht schon den Abgrund, in den er hastet. Bei aller Demut behalte eine bestimmte Wut. Schluss mit den Drogen, jetzt singe ich und könnte singen. Ich könnte schreien, wo seid ihr? SPD, AL, Grüne, ihr Liberalen und Christen, wo bist du, Bewegung? Dass immer noch Leute für Haschisch und LSD im Knast sitzen und muss mir denken, dass denen dieser Wahnsinn völlig normal erscheint. Der Wahnsinn eines Staats, der sich anmaßt, uns diesen Rausch als natürlich und erlaubt, jenen als künstlich und verboten vorzuschreiben. Der Uniformrausch, Freiheit, Ehre, Vaterland, das gegenseitige Abschlachten, natürlich und erlaubt. Geldrausch, Goldfieber, Kapitalismus, natürlich und erlaubt. Der Overkillrausch, Pershing 234, natürlich und erlaubt. Nie mehr Hiroshima. Einmal noch Nagasaki. Geschwindigkeitsrausch, Tempo 300, natürlich und erlaubt. Schwefeldioxid, natürlich und erlaubt. Sitzt jemand wegen Dioxin im Knast? All diese Gifte, unauslösliche Zeichen unserer Superzivilisation. Natürlich und erlaubt. Aber Hanf, Mohn
und Pilz und Mutterkorn, künstlich, schädlich, kriminell, krank. Der gesunde Menschenverstand ist reines Gift. So und noch weiter und lauter könnte ich schreien. Doch da kommt mir der Richter ins Ohr, der letzte Woche zu mir sagte, Herr Neues, denken Sie dran, Sie sind auf Bewährung, müssen regelmäßig zur Urinprobe und Ihre Publikationen haben Ihnen in der Vergangenheit nur geschadet. Das Betreiben der Legalisierung. Ja, aber dass die falschen Gifte und ihre Betreiber legalisiert sind und die natürlichen illegal, auf diese zum Himmel stinkende Groteske wird man doch wohl noch aufmerksam machen können. Vor allem, wenn dies selbst fortgeschrittensten Teilen unserer schwarz-rot-grünen Republik bisher entgangen ist. Entschuldigung. Jedenfalls tun sie so, nämlich nichts und bauen Drogenkneste statt Schutzbunker. Und ob mein Smogalarm was nützt? Wahrscheinlich muss erst ein Kerngiftwerk hochgehen und alle Pflanzen vernichten, bevor auch hierzulande Grasraucher als schützenswerte Art deklariert werden. Amnestie nehme ich gar nicht in den Mund, da fasst sich halb Berlin an die Brieftasche. Ja, liebe Neues-Freunde, vieles von dem, was er gesagt hat, was er geschrieben hat, was er vorgetragen hat, ist ja mittlerweile, man merkt das immer wieder bei diesen Texten, zum Humor allgemeingut geworden. Also, Mensch, das war der Neues, der hat das gesagt, der hat das geschrieben. Man erinnert sich an so viele, viele Dinge. Dieses mit der Einbahnstraße, mit dem Rauchen in Einbahnstraßen, das hat ja die KPDRZ in Kreuzberg ja auch als Wahlslogan dann irgendwann mal rausgebracht, ne? Für das Verbot von Rauchen in Einbahnstraßen. Man muss kein neues Freund sein, wenn man ein neues Freund ist. Das ist so. Das ist nur als kleiner Einzug. Und in Jettes Text ist von einem Tommy die Rede. Und dieser Tommy, der ist heute auch hier. Ja, er ist da. Und dieser Tommy war der Sohn von Jule. Und Jule hieß mit Nachnamen Hammer. Und der hatte eine Galerie in Berlin im Europacenter und die war für damalige Zeit auch schon irgendwie ein Hammer, weil das war schon was Außergewöhnliches, was er dort präsentierte. Und er mochte dieser Hammer, er mochte die Stachelschweine, er mochte den Gruner und er mochte den Fisch von den Junkers sicherlich auch, aber er mochte ganz besonders den Neues. Und da er ihn so mochte und ähnlich gehandelt hat wie der Tommy, hat er für den Neues was gemacht. Er hat nämlich hier das Domizil letztendlich erstmal vorab bezahlt, die Miete, die wollen ja auch Miete haben hier, damit Neues damals sein Domizil überhaupt eröffnen konnte, dass er sein jüngstes Gerücht hier aufführen konnte und das ist wirklich kein Gerücht. Und Miete muss man natürlich heute auch hier noch zahlen, auch für diesen Abend, auch für den Neues-Abend und naja, die zahlt der Produzent nicht aus seiner Tasche und deshalb bitten wir Sie, wenn Sie dieses Buch hier, 950 Seiten, erstehen wollen für 8 Euro, können Sie es vorne jetzt in der Pause. Und dann kann die Miete davon auch gezahlt werden. Denken Sie an Neues. Und Sie haben ein gutes Stück Neues dann in der Hand. Wir machen jetzt 15 Minuten Pause, lassen Sie alles ein bisschen setzen. Danach rühren wir es wieder gut um. Und dann wird es frisch getrunken wieder. Danke. Freundinnen und Freunde, wir wollen den zweiten Teil jetzt beginnen. Neues zweiter Teil, die Erinnerung an den Mann, der im letzten Jahr am 3.12. 80 Jahre geworden wäre und der mittlerweile 50 Jahre tot ist und wir versuchen ihn ein bisschen zu würdigen. Soweit das hier in unserer Macht und Kraft steht, deshalb bitte ich jetzt für die Schauspieler und für die Videos um ihre Aufmerksamkeit. Hallo, geht weiter. Thank you.
Damen und Herren, wollte den Skandal. Und die, die Neuss nicht wollten, die haben ihm dabei auch noch geholfen. Zum Beispiel mein Heimatsender SFB, heute RBB. Der hat nämlich damals, man stellt sich das vor, Neuss einfach ausgeblendet, weil er nicht ins Programm passte. Und damals waren Dinge möglich, in den 60er Jahren. Da lief Neuss und hat man einfach eine Tonstörung vorgetäuscht. Tonstörung, weil Neuss lief. Also einfach weggeblendet, den Mann. Das war ein Skandal damals noch und der Intendantenstuhl wackelte sogar. Skandal auch 1962. Ich glaube, damals hatten wir, meine Herren unter der Theke, nur ein Fernsehprogramm. Da lief damals die Krimiserie von Francis Durbridge, Das Halstuch. War wahnsinnig langweilig im Endeffekt. Sehr langgezogen, sehr breit, aber die ganze Nation, Einschaltquote über 60%, rieselte, wer ist der Mörder? Fieberte, wie geht das zu Ende? Und was tat Wolfgang Neuss? Er hat den Mörder einfach vorab verraten. Für die Zeitungsanzeige. Hat gesagt, es ist Dieter Borsche. Der war's. Sie können sich vorstellen, dass die Fernsehnation empört war. Es war ein Skandal. Das ist natürlich heute alles gar nicht mehr möglich. Und er hat gesagt, es ist Dieter Borsche, guckt kein Fernsehen, schaut nicht in die Glotze, sondern schaut euch lieber meinen Film an. Der war nämlich Münchhausen gerade fertig. Nach den Wunderkindern und nach den Kellerkindern gab es den Münchhausen. Den sollte man sich angucken. Und dieser Wolfgang Neuss war, das wissen ja alle, die ihn kennen, immer auf der Höhe seiner Zeit. Und im nächsten Video, was wir jetzt hier haben, da ist er auf dem höchsten Gebäude des damaligen West-Berlin, dieser selbstständigen politischen Einheit West-Berlin, des Europacenters. Hat er oben gestanden und hat nicht deklamiert, aber man hat ihn dabei gesehen. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass das höchste Gebäude der Stadt damals noch nicht fertig war, nämlich in Ost-Berlin, der Fernsehturm. Der war gerade im Wachsen. Also jetzt zum Einstieg wieder Wolfgang Neuss im Video. Gleichzeitig tief unter Niveau bleiben. Das ist nicht nur das manchmal so mancher Regierungserklärung. Sehen Sie mal, die Nutten auf dem Kurfürstendamm, die würden ja sehr, sehr gerne eine Stunde länger arbeiten, aber die Kunden sagen nein, die müssen nämlich auch eine Stunde länger arbeiten. Schade, aber viel zu viel davon. Lame drogun ragi ragi un ragi mal agalati radio hachovionus lochen sasaya maniche mamakuli pua putzaku kuguma sala ulutsuna nu azaroch baista amaki. Lame drogum ragia ragium ragiumal agalat iradio chanchovionos lochen sasayama nichel mamakule pua putzaku kugumal sala ulutsuna nu azaroch baista amaki. Ist ja Geräusch. Wir nennen die ja nur Sprache. Das Wort Sprache ist so wie das Wort Ethik. Das stimmt gar nicht zur Sprache zur Rede. Geräusche, müssen wir sagen, machen wir. Wenn wir Geräusche zur Sprache sagen würden, dann würde sie entwerteter sein, ja? Sprache, so her klingt das schon, so gehoben, ne? Aber Geräusche aus dem Mund, na, was macht denn der für Geräusche mit dem Mund? Hör mal zu, der spricht ja wie Marcuse. Interessante Geräusche. Oder wie Adorno, mit Klaviergeräusch dabei. Oder der spricht wie Heidegger, ja? Mit Weihrauch. Ach so, wird die vereinfacht. Da kam einer an, sagt, nimm alles wörtlich. Also, ich heiße Müller, da denkst du, ich bin einer aus dem Mehl, ich komme aus dem Mehl, ich habe irgendwas mit Mehl oder mit Müll zu tun. Und einer heißt Krause, da denkst du dir, der weiß nicht richtig Bescheid, wenn der Krause heißt. Der denkt ein bisschen Krause im Kopf. Hm? Nimm alles wörtlich. Das war der beste Einfall. Als Baby hat man gemacht, Mama. Als Baby, ja. Und dann sind die Worte so dazugekommen, ne? Hat man schon gesagt. Worte.
aber Geräusche sind es. Happy End Auschwitz. Oder wie kein zum Kabelfernsehen kam. Du musst nicht mehr gesenkten Hauptes auf die Knie fallen, bei Buchenwald schüchtern sprachlos werden oder bei Bergenbelsen rechnen mit verbrannten Körpern. Wie konnte das nur? Die Deutschen schlechter und der Afrikan-Voodoo-Kult. Die Gas-Germans, die Abspritzer, die Knüppelschläger. Warum hat mein Uropa Erich mühsam dreimal ins Gesicht geschossen? Warum, warum, warum? Der Bleistifttöter Adolf Eichmann, ein entfernter Verwandter von mir. Meine Oma hat ihren Sohn Erich so lange gehetzt, bis er in Stutthof, oder war es in Treblinka, 14 polnische, jüdische mit dem Spaten erschlagen. Wie kam denn das nun? Das ist nämlich jetzt lange her und könnte mal lange in langer Zeit wieder sein, meinst nicht? Dieses Schlachten, Morden, Blutrausch und so. Wenn wir nicht in dieser Sekunde den letzten Auschwitz geistig zurechtlegen und unserer deutschen Sehnsucht gemäß ein harmonisches Happy End machen. Voodoo, Voodoo-Zeit. Ist Zeit von Menschen, die keinen anderen töten wegen irgendetwas Materiellem. Nein, nein, nein. Es war verpönt, gegen Geld zu töten. Stell dich auf den Kopf, aber die Zeit gab's, wo man nur wegen des reinen Geistes tötete. Denk jetzt nicht an den letzten Opiumkrieg in Burma. Denk an Voodoo, Voodoo. Wir haben die Millionen von Juden getötet, weil wir ihren Geist liebten, hassten, liebten, hassten, liebten, hassten. Wir haben die Millionen von Juden und Ostmenschen, die mit ihren Krummnasen, die Händlernaturen, die Karl-Heinz Bohrer und ZDF Löwenthal, die Franz Josef Strauß und Genscher und Alternativen und diese ekelerregenden Juden, Lübcke, Adenauer, FDP, Döring, Brentano. Ja Mensch, sag mir doch einer die richtigen Namen. Ich weiß doch keine anderen mit meinen 17. Wir haben nach dem alten Voodoo-Kult die misslungenen, buckligen, levantinischen, unbeliebten, die schwarzhaarigen, krummnasigen, schmalstirnigen, haben wir sie endgültig. Mit ihren untauglichen Körpern haben wir sie weggemacht und ihren Geist geschluckt, gierig, wie es eben ist bei einem arisch-jüdischen Liebesverhältnis. So ist es gekommen, biblisch, himmlisch, witzig. Wir alle, Helmut Schmidt, Old Schwurhein Zimmermann, Ernst Huberti, Porzellan Rosenthal und Jupp Derwall, wir alle. Alle sind die Juden geworden, unsere Körper sind voll, unsere Köpfe sind voll von ihrem Geist, deren Körper wir beseitigt haben. Unsere Herzen sprudeln über vor Hundeliebe. Und wir benehmen uns auch so gekonnt jüdisch in der EG und so. Längst läuft der Koras als ohne Sorg herum. Und ich bilde mir schon lange einen Tucholsky ein. Auch der Augstein läuft jetzt als Ossietzky durch die Welt. Warum soll Heino nicht mit dem Geist von Josef Wolf singen? Und die gestorbene Romy Schneider kann ohne weiteres schon wieder mal eine Rosa Luxemburg gewesen sein. Gerade im spekulativ-kabbalistischen sind wir Juden heute stark. Sie staunen überall, wie wir rechnen können, Musik machen, dichten können, Schriftstellerei und so. Gleichzeitig haben wir aus Schimanski Siemens gemacht und Emil Janoschek hat ohne zu fragen, ob die Juden zur Bundeswehr dürfen. Na, Juden ja, aber keine Drogenabhängigen. Also, verstehst du, Hendrik M. Broder, Brother, ich rufe dir zu, frisch, fröhlich, frei übers Rote Meer. Die Bundesrepublik ist ein jüdischer Staat, sie bekennt sich dazu ein für alle Mal.
Wir haben es mit Voodoo getrieben. Wir waren scharf und sind es noch auf den Geist eines ganzen Volkes, eines Stammes. Was aber ist das Besondere an diesem uns so in Rage versetzenden jüdischen Geist? Alles, was wir an ihm hassten, ist das besonders Fantastische. Aber im Grunde sind wir nichts weiter als die Klügeren geworden. Die Deutschen wollten das immer und sind es nun, die klügeren Juden. Die BRD, die DDR, Ost-West-Berlin, Happy End. Wir sind die klügeren Juden. Ja, und so kam kein zum Kabelfernsehen. Sein, gegossen werden, nicht blühen, blähen! Ich habe eine neue Wahrheit, aber man kann sie nicht anfangen. Und wenn ich mit dem Namen Neues behaftet, ein kleines Männlein aus Charlottenburg, alle 5 Jahre nur mal auftauche, jetzt werde ich mich mal bitte machen, dann müssen Sie mich auch als Vulkan sehen, der alle 5 Jahre explodiert, die übrigens halt durch Boden ist. Von der kleinen Welt. Lulatsch, du himmelarschig donniger, wettriger Latte. Wie lange willst du denn hier noch auf dem Pygmäenklavier zumbeln? Hau ab. Flatter. Du störst in querulatorischer Absicht. Hat dich der Sozialistische Studentenbund verseucht? Ausgerechnet, wenn ich mir eine kleine ideologische Abweichung gestatte, drückst du hier auf Tasten in einer das System in Frage stellender Art und Weise, die jedem sozialdemokratischen Falken trotzkistisch zur Ehre gereichen würde. Kennst du denn überhaupt den Unterschied zwischen einem sowjetischen und einem deutschen Kommunisten? Der Unterschied ist rasch umrissen mit dem Witz. Es war einmal ein Zwerg, sein Vater war Schotte. Die sowjetischen Genossen halten die Deutschen zu kurz. Wir könnten längst eine geglückte zweite deutsche Revolution haben. Aber nein, diese Moskowiter mit ihrer Friedensliebe. So kommt's zum sächsischen Lilliput-Sozialismus. Hau ab, du Zwerg! Ich kann dich nicht mehr sehen. Geh auf die Toilette und mach Pipi. Oder AA. Dies ist ein Scheißbefehl. Nun geh schon und entschuldige meine ungeduldigen Gedanken. Sie sind mir völlig untaktisch heruntergefallen. Heb sie auf. Du hast den kürzeren Weg zum Boden der Tatsachen. Zwerg Latte, geh mir aus den Augen. Ich habe es satt, dich zu übersehen. Wolfgang Neuss, der Vulkan, der nur gelegentlich ausbricht, aber dann mit voller Kraft, Totaleinschlag, verheerende Wirkung, hat er mal gesagt. Aber welche Halbwertszeit hat denn dieser Wolfgang Neuss? Wenn man heute fragt, im Kreuzworträtsel, Berliner Kabarettist mit 5 Buchstaben, überlegen viele und sagen da wahrscheinlich Jonas, Bruno Jonas vielleicht, aber der ist ja Bayer. Wen interessiert dieser Neuss noch? Ist der noch zeitgemäß? Was sagt er uns heute noch? Ist das alles vergessen? 1965, da stand die Mauer, wie wir wissen, gerade mal 4 Jahre. Da hat er schon über die Wiedervereinigung nachgedacht. Er war seinerzeit ja weit voraus. Über die Wiedervereinigung in den Grenzen von 1937 und bekanntlich gehört dazu ja Danzig, Königsberg, Katowice, Beuthen und so weiter. Gedanken, die aber fast 30 Jahre später dann zum deutsch-deutschen Leben gehörte, zur deutschen Realität. Gut, dann ging es nicht mehr um Katowice oder um Beuthen, sondern es geht um Mecklenburg und Arkona und Zittau und Cottbus oder die Oder. Aber Neuss ungte schon damals gegenüber seiner geliebten Ostverwandtschaft in Ost-Berlin. Kinder, die Wiedervereinigung, ihr werdet sehen, steht eines Tages vor der Tür und ihr seid dann nicht zu Hause. Warum ich mich auf die Wiedervereinigung freue? Weil wir dann eine Macht sind. 1 Million Soldaten, nochmal so viel Polizisten. Jeder Deutsche ein Auto. Hunderttausende von Gefängnissen, ein unübersehbares Heer von Finanzbeamten. Oderkirch, Danziger Goldwasser, Königsberger Klopse, das frische Haft,
Schneekoppenabfahrtsläufe, Rübezahl in Katowice, Schweidnitzer Keller, Zeiss-Ikon für Müllemann, die Nachkommen von Pferdemenges als Verpächter brandenburgischer Angelplätze und der vielen schönen Seen, die uns dann wieder gehören. Die Jahrhunderthalle in Breslau, Stettiner Sängerknaben, Dresdner Zwinger, Auerbachs Keller in Leipzig, Thomaner Chor, die Kirche in Wittenberg, Goethestadt Weimar, das Westberliner Theater, das wieder nach Cottbus umzieht, Baden in der Ostsee, Rügen, Walter Teegurst, Kreidefelsen, ein 70-Millionen-Volk und eine hohe Mauer an der deutsch-polnischen Grenze von 1937. Mit Schießbefehl für Bundesgrenzschutz, damit kein Pole zu uns rein kann, weil wir wieder unter uns sind, weil wir nicht getrennt sein wollen von unserer Familie. Und weil wir dann auch keinen Ärger mehr haben mit fremden Polizisten, die unsere Autos im eigenen Land durchschnüffeln. Weil wir dann keine Entwicklungshilfe mehr zu zahlen brauchen an fremde Völker. Weil die dann nichts mehr anerkennen brauchen oder können, was sie wollen. Weil wir dann nicht erpresst werden. Weil wir dann keine Schicksalsfrage der Nation mehr haben. Nur noch Antworten auf demokratischer Basis. Und jeder, der kein Demokrat ist, kriegt dann eins in die Fresse, weil wir was gelernt haben. Weil wir es diesmal besser machen. Weil wir die Franzosen nicht mehr brauchen. Weil der Russe die Quittung kriegt und Rostock und Swinemünde und Danzig Kriegsschiffe aus Wilhelmshaven und Kiel. Und weil die Bundesliga aufgestockt wird und weil der erste FC Köln dann gegen Beuthen 09 antreten muss. Weil wir keine KZs mehr brauchen. Weil die Juden aus Berlin, Hamburg und München dann nach Israel müssen und Ulbrichts Schergen ins Lager kommen, weil das unsere Selbstbestimmung ist und dem Völkerrecht Genüge geschieht. Und in Werder die Baumblüte, endlich wieder Töpfereien in Bunzlau, Peenemünde wird aufgebaut. Dann zittern aber die Chinesen. Deshalb freue ich mich auf die Wiedervereinigung, weil die Chinesen letztes Endes doch an der deutschen Teilung schuld sind. Was die später mal alles mit uns machen wollen, nur weil wir sie heute hungern lassen. Deshalb müssen wir wieder ein Volk mehrere Führer haben. Das muss sein in einer Demokratie. Und reich müssen wir auch bleiben, wegen der Anziehungskraft bis zum Ural. Ich freue mich auch darauf. Weil die Intellektuellen dann nicht recht bekommen. Die wollen verzichten. Unser Anspruch ist aber unverzichtbar, weil wir zusammengehören. Darum freue ich mich auf die Wiedervereinigung, weil es uns dann noch besser geht als heute, vom Saargebiet bis nach Allenstein. Dann sehen wir weiter. Bevor das Video läuft, ganz kurz noch mal sagen, der Text ist 1965. Ja, alles klar. Danke. Aber das Problem der Wiedervereinigung, das muss erstmal leise angepasst werden, nicht Stikum, also wie sagt man, Schockemöhle, Hinterhand und so weiter. Hier auch mal das westfälische Wort zu beschreiben. Ja, also, dann das Problem der Wiedervereinigung, da dürfen auch nur die entscheidenden Leute ran. Nur wissen die für Spätkommer wieder nicht, was da drin ist. Legen wir die abgenutzten Worte mal einen Moment beiseite, nicht um sie zu vergessen, sondern nur um, sagen wir mal, also den Notstand zu überwinden, nicht wahr? Dann sagen wir nicht mehr Freiheit eine Weile, dann sagen wir mal ohne Unfreiheit bedeutet dasselbe Krieg, neue Reise mit ohne Unfreiheit, aber Frieden. Lame drogum ragia ragium ragium ala galadera dio hanchovionos lochen sazara manichel mamakule poa boza kokogo mal saleio elucinanio ataro benestar amaki. Lame drogum ragia ragium ragium al agalad era dio hanchovionos lochen sazara manichel mamakule poa boza kokogo mal. Salayuel Utsunanu Atsaroch Benestar Amaki. Vielen
den 70er Jahren hat sich Wolfgang Neuss ja rar gemacht. Und er wollte sich eigentlich nicht wiederholen, nicht immer das Gleiche machen, dass dann doch nichts bewegen konnte, nichts verändern konnte. Und in der demokratisierten Republik war ja der Skandal immer schwieriger geworden. Letztendlich konnte man ja machen, was man wollte, auch in den Medien, ohne da wirklich aufzurütteln, ohne... Der Skandal wurde ja letztendlich dann in unserer Mediengesellschaft, sagen wir mal, geplant. Ein geplantes Medienereignis. Und in den 80er Jahren war Neuss heiß begehrter Gast in der SFB-Talkshow Leute. Die kam damals live aus dem Café Kranzler, als das Café Kranzler noch tatsächlich also Symbolgebäude des bürgerlichen West-Berlins war. Moderiert von Wolfgang Menge, dem Autor, und Gisela Marx, die nicht mehr so aktiv in der Medienlandschaft heute ist, nur noch hinter den Kulissen. Und die Auftritte von Wolfgang Neuss waren, das kann man so sagen, Sternstunden. Besonders dann, wenn auch Richard von Weizsäcker, damals regierender Bürgermeister der Hallstatt, zu Gast war und damals schon als Bundespräsident angedacht, ein Freund von Wolfgang Neuss. Irgendwie haben die sich verstanden und er wurde auch immer liebevoll Ritchie genannt, der Richard von Weizsäcker. Und im kommenden Video reden sie über den Bruder von Ritchie, nämlich Karl Friedrich von Weizsäcker, der damals also immer noch Wissenschaftler. Muss ich mal was sagen, Ritchie, da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie, das wissen Danke wir doch. Ja? Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, aber ja, die war auch. Das weiß ich ja, aber ich wollte doch... Wir sehen doch an den Sternen, dass diese ganze Sache noch eine Entwicklung hat. Das sehen wir doch einfach. An unseren Bewegungen, an unserer eigenen Bewegung zu den Sternen, sehen wir das doch einfach. Heute kommt es darauf an, nicht diese Tunix-Abgeschlachtheit zu propagieren, sondern eine geistige Leistungsfähigkeit. Mönchisch leben heißt immer in der Gesellschaft aufpassen, was nicht mönchisch ist. Heute ist mönchisch Leben schon ein paradiesisches Leben, während es noch vor 20 Jahren geradezu abstoßend war, ja? Aber heute zu sagen, hallo, alle frühstücken, na? Ich nehme mal nur ein halbes trockenes Brötchen und ein Glas Wasser. Was denn? Da ist alles. Schinken, Käse, Butter, Schmalz. Na, ich nehme mal nur ein Glas Tee und... Na, und alle essen. Du könntest doch jetzt auch mal kräftig... Ja... Aber ich nehme nur, warum? Hier ist mein Leistungssport. Ja, was ist denn das für ein Leistungssport? Verzicht. Was ist denn das für ein Leistungssport? Das ist der einzige Leistungssport, der heute noch en vogue ist. Der überhaupt in Frage kommt, ja? Anders setzt sich niemand durch. Mit Mogeln ist nichts zu machen. Wer nicht zu Hause mal 7 Stunden in seinem dunklen Zimmer gesessen hat und wirklich zur Muße gekommen ist und mit seinem gestorbenen Opa gesprochen hat, der ist überhaupt nicht fähig, ein Geistesarbeiter zu werden. Dadurch, dass wir die Leistung vergöttern, erkennen wir keine mehr an. Wie lange haben wir die Nation schon vergöttert? Bader Meinhof, Gründer der BRD. Ohne Luther hätten wir heute keinen solchen Papst, ohne Marx keinen solchen Kapitalismus und ohne Bader Meinhof und den anderen keine solche Bundesrepublik. Wer sind diese Helden, die diese Republik geschaffen haben? Unter Adenauer und Willy Brandt habe ich immer geglaubt, in Deutschland zu leben. Erst als jemand die BRD abschaffen wollte, begann ich mich für sie zu interessieren. Erst als Bubach, Ponto, Schleyer explodierten, begann ich die BRD als meinen Staat zu betrachten, in dem sowas nicht vorzukommen habe.
An Luther und Marx können wir lernen, dass sie Helden für etwas sind, was sie nicht wollten. Im Lande sind die unter Tränen lachen, ihr Eigenleid verbergen und anderen damit Freude machen. Jede innere Erregung einer äußeren Entsprechung, jede innere Erregung einer äußeren Entsprechung. Stell dir vor, es geht und keiner merkt es. Weihnachtswunsch an die Grünen. Einbildungsreform und Fantasiewachstum. Die Deutsche Sozialdemokratische Partei ist sich ihres Sieges in der ganzen Welt gar nicht bewusst. Was man auch sieht, was sich ein Bewusstsein hat. Sie sollte sich zum Buddhismus bekennen. Denn wir haben ja unsere christliche Partei hier im Lande, gewisse Kultur ausstrahlt, säkularisiertes Christentum, alles kann man mit Geld haben, Nächstenliebe, 100 Mark, was noch, du sollst nicht töten, du kannst aber. Ach, das 5. Grund erweitert, du sollst bei der CDU, du sollst nicht töten, du kannst aber. Abschreckungspolitik. Ach ja, 5. Grund erweitert. Also sollte die SPD sich mal gar nicht kümmern, sondern die Sozialdemokratie, die Deutsche, ja, sollte sich erstmal den Buddhismus vornehmen, den Dalai Lama holen, der soll das nächste Godesberger Programm treiben, der Dalai Lama. Und dann sehe ich Land für die Sozialdemokratie. Denn zum Join kann ich ja die Users doch nicht überreden. Das Neueste vom Aufschwung. Mutti, über uns wird eine Kellerwohnung frei. Der Glaube hat schon Berge von Menschen unter die Erde versetzt. Mal kurz die allgemeine Stimmung geschätzt. Das Mittelmaß hat sich durchgesetzt. Über Gott müsst ihr sprechen, Sozialdemokraten. Das ist den Christen peinlich. Bei der riesigen Ausgewogenheit hat alles an Gewicht verloren. Und das da unten ist nicht oben. Das da oben ist da unten. Denken und sprechen. Das ist, und die Leute sollen lachen. Das habe ich mir bei dem Schuss auch gedacht, ja. Und das habe ich dann gemacht. Ununterbrochen gesprochen, was ich gedacht habe, habe ich weitergegeben. Ich war so eine Art Medium. Ich habe empfunden, was die kleinen Leute dachten. Ich habe sogar als angenehm empfunden, was ich empfunden habe. Ich habe das als komisch empfunden. Ich musste aber immer in die Situation. Sie verstehen, ich habe nie Kabarett gemacht, sondern ich war Kabarett. Die Figur an sich, ja, zwischen einem Volkskomiker, wie wir früher Nante gesehen haben, den Eckensteher, und zwischen einem intellektuellen Komiker, wie man auch Kurt Kolz gesehen kann, gab es ein Zwischenstück, was die Leute irgendwie angemacht hat, also ihnen Spaß gemacht hat, und sie haben ihn noch richtig gemacht. Felix! Meins ist die Rache, sagt der Herr. Abends denke ich immer, was ich heute alles nicht gemacht habe, reicht auch für zwei. Über Gott müsst ihr sprechen, Sozialdemokraten. Das ist den Christen peinlich. Such das Glück der Welt nicht in Gold und Geld. Geh aufs Ganze, such's in der Pflanze. Thank you.
jetzt nicht wiederholen, was er alles getan hat, was er, wie er gerackert hat, wie er gearbeitet hat. Was nicht schön war, eines Tages beschloss er verzweifelt und enttäuscht von der 68er Revolution, beschloss er, sich in ein Zimmer zu setzen und sich Zeit zu nehmen zum Denken. Und dieses hat er bis zum heutigen Tage getan. Er hat sich den Luxus erlaubt, zu denken, kein Geld zu verdienen. Und wir sind zu ihm gegangen, wie zu einem Guru, und haben ihn um Rat gefragt, wenn wir einen brauchten. Er hat ihn uns gegeben. Er war ein böser Kritiker, aber wenn er eine gute Kritik aussprach, dann fühlt man sich geehrt. Es wird keinen zweiten Wolfgang Neuss, glaube ich, mehr geben. Es sei denn, Wolfgang war ein Anhänger der Seelenwanderung. Es sei denn, sein Geist fährt jetzt sofort wieder in einen jungen Kabarettisten. Dann gibt es einen zweiten Neuss. Damit Robom, Ragia, Ragium, Ragium, Mal, Agalati, Radium, Ancho, Vionos, Lochen, Sasayama, Nichimama, Kule, Poa, Wuzako, Koko, Mal, Salle, Ülü, Zunan, Razzau, Beistamak. Damit Robom, Ragia, Ragium, Ragium, Mal, Agalati, Radio, Ancho, Vionos, Lochen, Sasayama, Nichimama, Kule, Poa, Wuzako, Koko, Mal, Salle, Ülü, Zunan, Razzau, Beistamak. Damit Robom, Ragia, Ragium, Ragium, Mal, Agalati, Radio, Ancho, Vionos, Lochen, Sasayama, Manichel Mamaku, Lepoa Botako, Utsunanu, Azaroch Bayesta Amak. Vom Sterbebammel. Weißt du, warum wir Angst vorm Sterben haben? Weil wir nicht wissen, wie es geht. Es gibt keine öffentliche, allgemein bekannte Sterbepraxis. Hätten wir öffentliche Sterbestuben, wo man Leute beim Sterben beobachten kann, so wie man jederzeit Leute beim Gebären beobachten kann, könnte man vielleicht von Sterbekultur sprechen. Es herrscht aber die pure Sterbebarbarei und jedes Tier hat mehr Sterbepraxis als wir. Und wahrscheinlich auch mehr Geburtskultur. Wie sieht die bei uns aus? Meine Frau kriegt ein Baby. Paar Glas Sekt und ewige Treue. Anmeldung beim Standesamt. Annoncen in der Zeitung. Aber Kultur? Dass da jemand angekommen ist, der uns vielleicht 49 Tage vorher gerade verlassen hat? Nix. Über den Tod und das Sterben wird nichts gewusst und nichts erzählt. Auch das Kind, das geboren wird, wird im Unklaren gelassen. Die ersten 4 Jahre denkt es, es kommt für immer und ewig. Dabei müsste es doch selbstverständlich sein, so wie die Frau jederzeit die Hebamme ruft, wenn die Wehe kommt, dass man genauso jederzeit seinen Sterbebammel rufen kann. Kommen Sie her! Ich setze mich jetzt aufs Sofa und jetzt lassen Sie mich sterben. Ja klar, sagt er, ich lasse Sie ja, aber machen müssen Sie es alleine. Ja, aber Sie sind doch Sterbebammel. Ich bin doch kein Hacketal, sagt er. Krank sterben ist doch die alte Unsitte. Ich helfe Ihnen, gesund zu sterben. Das ist eine urige Angelegenheit, wie die Geburt, nur andersrum, ja. Und dann sagt der Sterbebammel, lehn dich zurück und erinnere dich, wo du geboren bist. Erinnere dich und vergiss es sofort, für immer. Vergiss, wo du zur Schule gegangen bist. Vergiss, wo du essen und trinken gelernt hast. Vergiss, vergiss, vergiss. Sterben heißt vergessen. Aber vergessen ist nicht leicht. Wenn das Sterben von Menschen nicht mehr für selbstverständlich gehalten wird, dann wird es selbstverständlich. Gäbe es sowas wie Sterbekultur, hätten wir Kirchen, in denen das Vergessen geübt würde. Du kommst aus der Kirche und weißt nicht mehr, wie du heißt. Bist ein Zombie, gestorben auf Urlaub und immer anwesend. Von Sterbekultur kann erst die Rede sein, wenn wir das Wort todessehnsüchtig durch wie veränderungswillig ersetzen. Menschen, die sterben, lernen wie ein Handwerk und die Geburt zu einem super Gottesdienst ausweiten, brauchen keine Wasserwerfer, um Leute über die Brust zu fahren. Auf der Erde herrscht ständiges Kommen und Gehen, Werden und Vergehen. Und wir sind ganz besondere Pflanzen. Wir können, kennen wir die Methode, wie man im Stehen stirbt, anwesend bleiben. Am meisten lache ich im Moment über reiche Leute, die eine Menge Geld angeschafft haben und doch abnippeln. Und beim Vergessen, also beim Sterben mitten im Bammel, verschenken sie meistens noch alles oder treten schnell wieder in die Kirche ein. Die Sterbeindustrie allerdings ist der größte Beschiss. Was der Geist verlassen hat, dürfte nichts mehr kosten. Weil es den Tod eigentlich nicht gibt, kosten Geburt und Sterben mehr Geld, als das nichts hat. Am 5. Mai 1989, vor der Wiedervereinigung, ist er dann gestorben. Übrigens in den Armen
des jungen Mannes, der gerade als letzter gelesen hat, Viktor Mini. Aber er ist ja 49 Tage später wieder auferstanden. Wir wissen nicht in wem, aber er ist ja wieder da. Und ich möchte zum Schluss nochmal Volker Kühn, den wir gerade auf der Leinwand gesehen haben und den wir auch hier im Publikum sehen, nochmal zitieren aus diesem Buch Der totale Neuss, die gesammelten Werke. Neuss ist ausgestiegen, weil er ein Unbehagen gegenüber dem gespürt hat, was er bislang gemacht hatte. Er ist an eine Grenze gestoßen und hat dann ganz systematisch daran gearbeitet, sich selber abzuschaffen. Er hat mal gesagt, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um ganz nach oben zu kommen. Und es wird wohl eine ungeheure Anstrengung sein, wieder unbekannt zu werden. Sein Problem war, wie schaffe ich meinen Namen ab? Sein letztes Programm. Sein letztes Programm nannte er dann, wie ich mich unbekannt mache. Und er hat es leider, oder sagen wir Gott sei Dank, nicht geschafft. Das zeigt dieser Abend. Vielen Dank. An der guten Sache, die du manchmal selbst bist. Der Zweck heiligt die Mittel, sage ich dir. Sing eine Schnulze und meine, indem du das berühmte Augenzwinkern benutzt, trotzdem was ganz Hartes und Fahles. Hab keine Angst vor der Binnenweisheit. Du bist nicht ohne Liebe, ohne Fantasie. Auch wenn du glaubst, du schaffst das nie. Tu's nicht ohne Liebe, was auch immer sei. Du brauchst ja nur ein bisschen Herz, doch auch ein Küsschen braucht dabei. Du hast dein Ziel, du hast noch Glück, du hast Gefühl, du hast Geschick, du hast Talent, du hast auch Mut. Viel Feuer brennt in deinem Blut. Du wirst berühmt, du wirst bekannt, hast gut gewählt im Heimatland. Die reine Freude ist nicht Geldzucht, Ruhm, Wahn. Besinn dich, fang von vorne an. Spiel mit eigener Freude. Rhythm and Blues aus den 60ern, 70ern und, nicht mehr weiter, nur 60er und 70er. Das ist ein bisschen, 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 das ist ein bis
wir haben ja nicht wie im Fernsehen einen Abspann, auf dem alle stehen, die mitgewirkt haben. Und da Ihnen vielleicht alle hier auf der Bühne vom Gesicht her oder von der Stimme her nicht bekannt waren, sollten Sie benannt werden, ganz, ganz deutlich benannt werden. Da war natürlich Jette Neuss. Viktor Minich. Nikolaus Dutsch.